Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem angespielt des Post-Apo-Bilders in einer Demo-Version. Erscheinungstermin steht noch keiner fest. Schauen wir mal. So im ersten Moment fühle ich mich hier gleich an diverse Post-Apokalypse-Szenarien erinnert und mit der Figur hier oben natürlich als allererstes an Borderlands. Was weiß ich zu dem Spiel? Ich weiß, es ist ein Aufbaustrategie-Game. Wir müssen halt überleben, die Siedlung aufbauen, uns hier gegen diverse Angreifer, Raiders genannt, verteidigen. Persönlich finde ich schon ganz sympathisch, was ich hier im Vorschaubild sehe. Ob das dann die Erwartungen erfüllt. Hier unten steht nochmal der Hinweis, Demo-Version repräsentiert nicht den finalen Look des Spiels. Man kann sich wohl aktuell, zum Zeitpunkt, wo ich das aufzeichne, auch schon für einen Playtest bewerben. Ich werde mich hier aber erstmal an der Demo-Version gütlich tun. Und ja, schauen wir mal rein. So, First Assignment. Geht auch momentan nur auf Englisch zu spielen. Ich hoffe, da kommen noch allerhand noch Sprachen dazu. So, der nahegelegene Canyon soll erforscht werden. Und die Zone soll frei von Strahlung sein. Okay, dann hat die Apokalypse hier wohl was mit einer Atombombe zu tun gehabt oder so. Und hier wohnt eine wilde Herde, hätte ich beinahe, ein wilder Stamm. Und der Council, okay, es hat sich hier wohl schon eine Struktur etabliert, möchte, dass ich hier erforsche, wie sie das schaffen, ohne Technologie zu überleben. Das Hauptziel ist, eine kleine Unterstützungskolonie zu bauen. Und so weiter und so fort. Ich habe ein Knowledge-Level bekommen. So, Basisressourcen, 12 Kolonisten. Okay, keinen Zugriff auf Fahrzeuge. Das kommt dann wohl im weiteren Spielverlauf noch. Gut, press Spacebar. To continue. Habe ich gedrückt. Your destination. We start unloading and setting up the camp. Scouts found interesting spots in this sector. Establish contact with a wild tribe that lives in the northeastern corner of the map. Sector is rich in resources. Gather as much as possible. This old junkyard looks like good source of parts. Build gate and walls here to protect colony from the wastelands. Unloading complete. The convoy continues its route. Build a Deacon colony. The Council of Elders believes in you. Okay, da haben die uns jetzt hier rausgeschmissen. Und wir müssen gucken, wie wir hier irgendwie klarkommen. Would you like to play a tutorial? Every time you're feeling lost, just press irgendwas to display in-game. Was ist, wenn ich jetzt sage? So, Camera Movement. WASD. Mausrad. Kamera Reset. So. Continue. Einheiten. Ach komm, wir lassen das mit dem Tutorial mal. So. Haupttor bauen, Koloniegröße erreichen, Happiness und das Problem mit den Einheimischen hier irgendwie lösen, die im Nordosten der Karte irgendwo sein sollen. So, Builder Storage. Man kann ja hier mal einen zuweisen. Ruben Willett. Okay, also man muss also auch manuell die Leute zuweisen. Knowledge Tent. Okay.
okay, also es können wohl auch hier Gesetze unterzeichnet werden. Erinnert mich ein bisschen an Frostpunk-Style. So, hier kann man fortschreiten in der Technologie, wenn man die entsprechenden Materialien hat. Not enough housings. So, Einstellungen, Tipps. Hier sind meine ganzen Materialien. Wo sind da meine Leute? So, hier kann Metall abgebaut werden. Da schicken wir mal einen hin. So, hier gibt es Holz. Da schicken wir auch mal einen hin. Was gibt es denn noch an Ressourcen? Bärenbüsche. Metall. Holz. So, wie baue ich denn Gebäude? Hier wahrscheinlich. Kleines Zelt. Wie viele Leute gehen denn da rein? Für 3 Leute. Also brauche ich 4 Zelte. Mehr fehlt mir das Holz. Okay, kann ich noch Leute zum Holz holen schicken? So, Maximum erreicht. Sind alle ein bisschen gelangweilt, die Leute. Schweben mehr, als dass sie laufen. Okay, nicht dramatisch. Ja, der Post-Apo-Bilder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn euch das gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ach, Metall ist hier. Ich will doch gar nicht Metall, sondern mehr Holz. Das wird hier alles brav im Lager abgeliefert. Okay. Ach, man sieht auch den Leuten an, für was sie zugeordnet sind. Das sieht aber eher aus wie eine Streitaxt, was die hier in der Hand haben, als wie eine Axt zum Holzfällen. Ja, atmosphärisch ist es auf jeden Fall schon mal ganz gut. Optisch sieht es gut aus. Die Musik, die Soundkulisse passt. Jetzt erstmal nicht so viel zu meckern. 50 Holz brauche ich noch, also brauche ich für die Zelte. So, was können wir hier machen? Plus, Minus, Zoom, Kamera-Reset, alles klar. Tag 0, wir können auch Pause machen hier zwischendrin. Oh, bereite dich für die Zukunft vor oder verliere. 11 Tage und 15 Stunden. Scheinbar auch, haben wir hier auch ein Zeitlimit. Was ist das hier? Teile. Teileversorgung. Essen und Nahrungsmittel. Was macht denn die Gunnery Food enthält? Achso, die erhöht lediglich die Speicherkapazität. Also ein Jäger. Wenn wir genug von Bären haben, dann könnten wir auch hier Fleisch besorgen. Okay, so ein Jäger ist bestimmt nicht schlecht. Sobald. Ui. Die Nacht kommt. Freizeit. Okay, die machen auch nichts in der Nacht, wa? Someone is standing at the gate.
Jemand steht am Tor. Wo ist denn das Tor? Okay. Und wo steht da jetzt jemand? So, Produktion, Wasser und Energie, Pumpen. Militär, okay, das brauchen wir auch, eine Pumpe. Funktioniert das alles noch rechtzeitig? So, aber jemand steht am Tor. Ach, da kommen welche. Stranger. 33% Happiness. Hungrig, durstig. Reject, accept. Signed Decree. Openness to newcomers, damit das überhaupt geht. Offen für Neuankömmlinge. Dance of Death. Wo ist denn hier? Open for Strangers. Können Handelsposten errichtet werden? Bin ich denn blind? Ah, Open es zu Newcomers. Da müssen wir aber erstmal hier das mit dem Handel machen. Wait for cooldown. Okay. Woran sehe ich denn, wie viel Cooldown wir hier noch abwarten müssen? Okay, also erstmal abwarten. Ich möchte nicht, dass die Leute so viel Freizeit haben. Es geht doch hier ums Überleben. Bin mal gespannt, ob hier vielleicht auch Frostpunk-Style schwere Entscheidungen zu fällen sind. Das könnte noch sehr interessant werden, das Spiel. So, auf dem ersten Ding sage ich jetzt schon mal, da ist Potenzial. Und danach tut sich ja nichts. Positive Attitude. Captain, people are miserable. Maybe we should keep their Moods alive, decide. Was machen wir denn jetzt? Die Leute haben schlechte Laune. Ask to stop, was zu essen geben? Komm, wir machen eine Party. Damit die Leute. Oh, sind sie wieder glücklich. Hauptsache, ihr habt morgen früh keinen Kater. Aber wir haben ja auch gar keinen Alkohol da, ne? Wer weiß, was die sich so in der Postapokalypse reinpfeifen. So, wie sieht's hier aus? Wait for cooldown. Ah ja, hier. In der Mitte steht's. Mensch, man muss sich erstmal dran gewöhnen. 19 Stunden, 11 Minuten. Wie lange warten die hier unten noch? Nicht lange genug. Das kann ich also erstmal ignorieren. Gut, das weiß man natürlich vorher alles nicht, ne? So, jetzt kommt weiteres Holz. Das dritte Zelt. Thank you.
komme ich denn an die Tools ran, die ich für das Haupttor brauche? Wasser und Energie, Militär haben wir ja nicht. Produktion haben wir auch nichts. Wie komme ich denn? Teileversorgung. Na, wir kommen schon irgendwie ran. So, Hauptsache hier die Wasserversorgung wird jetzt auch mal fertig. ...48 pro Tag. Hoffentlich reicht das. Wie viel verbrauche ich denn? Sehe ich auch nicht so ohne weiteres. Ne? Ich baue noch eins davon. Ein Jäger wäre auch nicht schlecht. Es gibt so viel, was hier nicht schlecht wäre. Was haben wir hier? Chemieversorgung. Alles klar. So, noch ein Zelt. Jawohl. Jetzt sind zumindest mal alle die versorgt, die schon da sind. Aber wenn ich eine Koloniegröße von 40 erreichen soll, boah, wie viele Zelte muss ich denn da noch bauen? So, nordöstlich auf der Karte. Wo sind denn diese Eingeborenen hier? Okay, wir müssen denen ein paar Geschenke machen, um die Beziehungen zu etablieren. Und zwar 5 irgendwelche Teile. Die ich aber ja noch gar nicht habe. Not enough housing. Wie sieht es denn mit Essen aus? Naja, geht noch so. Dann schicken wir noch einen hin zum Bären holen. Also Buschbären. Andere Bären, Braunbären und Grizzlies und ähnliches wären vielleicht auch eine Alternative. So, 3, 6, 9, 12. Ich bin am Überlegen. Brauchen wir gleich noch mehr Zelte? Nee, ne? Ich wüsste gerne mal. Old car. Scrap collector required to collect this resource. Okay, ein Scrap collector. Scrap collector required to collect. Es gibt auch Teil. Ach so. Die produziere ich gar nicht, sondern die muss ich scavengen oder so ähnlich. So, Wassermineralisierung, Essensrationmanagement, Mondschein für alle. Die Seite kann ich aber nicht hin momentan. Skillful Collections. Leute können mehr tragen. Okay, einmalig die Leute zwingen, nachts zu arbeiten. Reduziert. Die Happiness, jawohl. Das Rationenmanagement. Wie komme ich denn an diesen hier? Technology Advanced. Ach so. Mehr Wissenschaft, da brauche ich 100 Nahrungsmittel und kann einmalig einen Sprung in der Wissenschaft machen. Ich denke, das ist nötig. Keine Energie, nicht genug Wasser. Wir brauchen noch eine Wasserpumpe. Ich möchte gerne einen Jäger bauen.
Jäger-Unit. So, und jetzt Advance. Ach, jetzt fehlt mir der Stahl wieder. 150 Stahl. Aber mit dieser bedrohliche Geräuschkulisse. Na, wie lange bleibt ihr noch hier? Ist mir gleich weg. Oh, was wir brauchen. Essen und also. Das wäre gar nicht gegangen. Gut, da muss ich erstmal mit den 12 Leuten hier weiter auskommen. Aber wirklich interessante Optionen, interessante Möglichkeiten hier, was man hier im Missionsdesign einiges machen könnte. Sandbox, Multiplayer. Ich könnte mir da schon einiges vorstellen, was hier so möglich wäre. Ich könnte mir das nicht nur vorstellen, ich stelle mir das schon vor. Das erinnert mich ein bisschen an ein Spiel, was ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft hatte, weil ich da voll Bock drauf hatte und ich vergesse es immer wieder, dass ich es habe. Und zwar Surviving the Aftermath. Tja, aber jetzt ist erstmal der Post-Apo-Bilder dran. Nicht so viel Apokalypse auf einmal. Es fehlt Stahl. Es fehlt noch Stahl. Und gleich ist bestimmt Feierabend um 20 Uhr, obwohl die Arbeitszeiten sind schon ziemlich lang, die wir haben hier. Sogar noch länger. Wait for cooldown. Also ich werde auf jeden Fall hier geöffnet für Newcomer erforschen. Damit hier noch ein paar Leute dazukommen können. Ich erinnere mich so ein bisschen also wie, ja. So alte China, Kung Fu, Gedönsrad, hier die Leute werden nicht zur Ausbildung angenommen, aber knien dann da drei Wochen vor dem Tor im strömenden Regen, essen und trinken nichts und dann dürfen sie doch ausgebildet werden, um eiserne Disziplin zu beweisen. Weg sind sie wieder. Hier können wir einen Handelsposten auch dann bauen. Ach so, hier draußen hin. Einige Positionen scheinen da fest vorgegeben zu sein. So, ein Jägersmann. Oder eine Jägersfrau oder ein Jägers etwas. Bedford Halley, der Jäger. Dann ist die Ernährung ein bisschen ausgewogener. Ja, ansonsten. Ach ja, hier. Dekrete. Besser Dekrete als Sekrete, nicht wahr? Aber ich brauche genug Lebensmittel, um Leiter reinlassen zu können. You can establish new decree. Ach, okay. Da bekomme ich dann auch eine Ansage. Da muss ich gar nicht die ganze Zeit drauf gucken. Okay. Advance. So, was gibt's denn hier? Eine Küche. Heißes Essen macht viel glücklicher. Greenhouse. Okay, da wächst Kram. Wasserwindmühle. Okay, effizienter Wasser besorgen. Wasserturm. Um Wasser aufzuheben. Produktion. Hier, der Scrap Collector. Das macht der Lumberjack. Okay, um von den Bäumen Holz zu holen. Metalldepot. Okay, die Depots, die brauchen wir nicht unbedingt. Solange wir unsere Materialien dementsprechend aufbrauchen.
Jetzt habe ich natürlich extrem viel Metall verbraucht. Ne? Müssen wir hier mal ein bisschen umsortieren. Okay, also auf jeden Fall der Scrap Collector. So, was? Die Tools. Wir müssen neue Werkzeuge machen. Reparieren. Ignorieren. Nicht ignorieren. Reparieren. Ich sage, ich möchte sie reparieren und bekomme dann Teile. Okay. Someone is standing at the gate. Ja, jemand steht am Tor. Kann ich mir aber wahrscheinlich wieder nicht leisten. Oh wei. ...51 Lebensmittel, 114 Wasser. Okay, das sollte doch in den 24 Stunden machbar sein. Und wie viele Leute sind das? 7. Brauche ich 2 Zelte auf jeden Fall. Und schon habe ich wieder einiges an Material verbraten. Um 4 Uhr morgens fangen die wieder an zu arbeiten. Ja, okay. Wenn wir mal nichts gesagt haben. Die wenige Freizeit, die hier haben. Resources spot depleted. Ein Ressourcenspot ist weg, okay. So, Metall. Gut, das ist wahrscheinlich nur für die erste Unterstützung, dass wir überhaupt Spots sind. So, Metall. Gibt's denn hier irgendwo noch Holz? Ja, nee, Metall. Oh, ich brauche auch Holz. Achso, die anderen, die nicht beschäftigt waren, die sind dann hier zum Arbeiten geschickt worden. Ich verstehe. Ich verstehe, gibt es denn hier auch irgendwie so eine Statistikübersicht? So, Resume Options, Resume. Hier gibt es Tipps, aber so ein Management-Menü sehe ich jetzt hier nicht. Gut, muss ja auch nicht unbedingt sein. Es ist ja auch nur und noch eine Demo-Version. 51 Essen, 114 Wasser. Momentan hapert es ein bisschen am Wasser. Hier wird schon werden. Scrap Collector, 120 Stahl. Ne, 120 Stahl und 90 Holz. Das ist eine gute Idee, ist mich erstmal um die Beziehung mit der, ihr wisst schon mit wem, ihr wisst schon wer, zu kümmern. Weiß ich nicht. Werden wir erleben. Warum habe ich denn keine Leute übrig? Na gut. So, der Scrap Collector. Danach brauchen wir den Lumberjack. Runde wäre auch nicht schlecht, hier die Wasserwindmühle. Naja, schauen wir mal. Abwarten und Tee trinken, wenn es da noch welchen gibt in der Apokalypse.
Und die Leute sind 100% happy. Ich bin begeistert. Wie er sich einen hämmert, wa? So, und jetzt gleich hier Teile bergen. Okay, Scrap Collector. Resources to collect. Okay, der kann alles Mögliche collecten. Brauche ich aber Leute dafür. Okay, zumindest mal einen. Resources spot depleted. Dann gehen die wahrscheinlich hier, kann man gar nichts aussuchen, ne? Die werden dann wahrscheinlich hier wild irgendwo rumlaufen. Oder habe ich die Wahl? Ich habe leider nicht die Wahl. Naja, gut. Kann ich denn hier schon Beziehungen aufbauen? Ja. So, Lebensmittelvorräte sieht gut aus. Wasser 114. Gut, vielleicht klappt das noch. So, was mache ich denn mit dem ganzen Metall jetzt? Gar nichts, gleich ist es volle Hütte. Hier Warenhaus voll. So, was ist hier mit dem Wasser? 103, das wird wieder nichts. 114, da habe ich denen schon Hütten gebaut. So, jetzt erstmal einen ganzen Haufen Wasser verbraucht. Naja, weil über Nacht tut sich ja nichts, ne? Obwohl komisch, die Wasserpumpen, die müssten doch auch nachts weiter funktionieren. So, was können wir denn machen? Ich mach mal das, was ja weniger Wasser verbraucht wird, ohne lange nachzudenken. Bessere Wasserqualität. Okay, die Leute werden wir wohl nicht kriegen. Mist. So, was hier mit euch? Ihr habt wahrscheinlich auch einen Cooldown und fordert dann immer neue Sachen. Würde ich mal vermuten. Ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Someone is standing at the gate. Ach, kommt schon wieder einer. Sieben Leute. Die wollen 163 Wasser.
Das wird ja immer besser. Okay, ich muss gucken, dass die Wasserproduktion beschleunigt wird. Da brauche ich 140 Holz, um eine Wasserwindmühle zu bauen. Das werde ich machen. Das geht so nicht weiter. Resources spot depleted. Hoffentlich holt mich mein Konvoi auch irgendwann wieder ab, der mich hier rausgeschmissen hat. Habe ich denn jetzt plötzlich wieder so viel Wasser? Ja, 163. Hab doch den Popo offen. Nur dafür, dass ich euch reinlasse, das kann doch nicht sein. Oder ist das so, ihr bietet mir die Dienste und ich muss euch bezahlen? Sollte das nicht eher andersrum sein? Das ist die Apokalypse und ich rette euch? Ihr müsst noch was mitbringen. So muss das sein. So wird ein Schuh draus. Ja, oder auch nicht. Momentan übrigens eine extrem hohe GPU-Auslastung in WQAD bei mir. Manche Spiele haben das ja. Deswegen, falls nachher in der Aufnahme irgendwas ruckeln oder stottern sollte, das Spiel an sich stottert und ruckelt nicht. Nur um das nochmal dazu zu sagen. Nicht, dass ihr hier einen falschen Eindruck bekommt. Aber die Ressourcenauslastung ist schon ordentlich. Also zumindest was die Grafikkarte angeht, bei mir. Nur um es mal erwähnt zu haben. Ja, Tag 3, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Post-Apo-Bilder. Ja, voran mit der Windmühle. So, ich dachte, der trägt da jetzt erstmal einen dicken Baumstamm rein. Gut. Wobei, ob sich diese Konstruktion wirklich gut drehen würde. Ist eine andere Frage. Resources spot depleted. Ja, irgendwelche Ressourcenspots sind hier alle nach und nach weg. Was machen denn eigentlich hier meine Ureinwohner? Enough walking places, so was jetzt. Was? Sie freuen sich. Sie wollen Essen und Wasser. Dann werden sie unserer Kolonie beitreten. Was sollen wir tun? Vergiftetes Essen geben? Minus 300 Wasser, minus 200 Essen. Plus 5 Leute. Vergiftetes Essen. Oh wei. Ja, genau, vergiftetes Essen. Ja. Um sie dann auszurauben. So ungefähr. So, warte mal, wie kriegen wir denn hier noch ein Lager? Warte mal. Metalldepot, Partdepot, Chemikaldepot. Hier gab es doch irgendwo eine Küche. Küche.
ich hier nicht noch irgendwie ein Lager fürs Essen? Oder ist es, wenn ich generell das Lager erweitere? Das muss ich wirklich mal gucken. Holzdepot, Teiledepot, Chemiedepot, Metalldepot. Gibt's ja nichts? Gibt's kein Essensdepot? Okay, ich kümmere mich erstmal um besseres Essen hier. Ui, das ist eine große Küche hier. Ja. Das Holz schon wieder aus. Oh, ich hätte was anderes. Ich hätte den Lumberjack hätte ich mal machen sollen. Der braucht noch ein bisschen Stahl. Holz meine ich. Aber nur 30. Das geht ja. Warte mal, dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwo Holz nachher kriege. So, liegen irgendwo noch Ressourcen rum. So, jetzt. Kommt rein. Was? 19 von 18? Oh Mann. 50 Holz brauche ich erstmal wieder. Muss noch ein Zelt bauen. Auch noch Leute zuweisen. Alles auf volle Pulle mittlerweile, oder? So, hier können 3 bauen. Okay. Dann geht auch alles ein bisschen schneller, was wir hier so bauen und machen und tun. Schon wieder Feierabend, ne? Mit 6 Stunden Freizeit inklusive Schlafen ist nie so viel, ne? You can establish new decree. Okay, neues Dekret. Better Water Filters. Selection of Newcomers, da kommen wir gar nicht hin. Geht wahrscheinlich in der Demo-Version nicht. Force Work Hours. Food Ration Management. Better Meals. Someone is standing at the gate. Ich mach hier mal mit Wasser weiter. Good morning. Ja, good morning gesagt oder warning? 5 Stück. Die nehmen wir sofort mit rein. Was? Metall verrostet? Wir können es nicht weiter verwenden. Was sollen wir damit machen? Untersuchen? Rost reduzieren? Und für Teile auseinandernehmen? Was machen wir? Scrap for Parts. Ihr kommt sofort rein. So, da haben wir 19, 20, 21, 22. Müssen wir gleich noch ein Zelt bauen. Ich brauche den Lumberjack unbedingt. Jetzt kommen sie aber. Das geht mir zu schnell. Das kann ich nicht stemmen. Wenn ich die alle auf einmal reinlasse. Offensichtlich verhungert und verdurstet ihr ja nicht. Wenn ich euch draußen vor der Türe stehen lasse. So, alle wieder zur Arbeit. Marsch, marsch. Ich müsste eigentlich sogar noch 2 Zelte bauen. Nee. Ach, kleines Haus kann ich jetzt mittlerweile auch bauen. Habe ich gar nicht gesehen. Gut, aber
Wir bauen erst den Lumberjack. Boah, wie viele Teile habe ich denn hier mittlerweile? So, 24, 21. Kleines Haus. 5 Leute passen da rein. 22, 23, 24. Zelt. Es geht nämlich genau auf dann. Das Haupttor muss ich noch bauen. Was brauche ich denn für das Haupttor? 250 Stahl, 200 Holz, 25 Teile. 250 Stahl, 200 Holz. Das machen wir gleich mal. Aber ob dieses eine Tor denn da mich genug schützt, obwohl die Siedlung ist gut angelegt. Das hat sich der Konvoi bestimmt von langer Hand so geplant. Oder die Älteren, die hier offensichtlich das Sagen haben. So, in der Küche arbeitet keiner, ne? Jetzt schon. So, Lumberjack. Alles automatisch. Ich habe nur keine Ahnung, wie ist die Reichweite von den Gebäuden. Recyceln. Ist jetzt wieder gelöscht oder was? Oh, ich Idiot. Gibt es keine Sicherheitsabfrage beim Recyceln? So, Lebenswillkommen. Wir machen ja mal es gibt ja kein Lebensmitteldepot. Ja, Resources Point depleted. So, hier 6 rein. Wie sieht's denn hier aus? Was können wir denn noch für die Produktion bauen? Holzdepot, Metalldepot, Teiledepot. Ich brauche mehr Metall. Was ist hier los? So, was mit euch? Aber echt unhöflich. 300 Wasser. Also Wasser ist scheinbar immer noch ein Problem. Also. Okay, drehen kann ich es auch. Okay, okay. Nummer 5. Ja, bauen wir ein Haus für euch. Hier so ein bisschen außerhalb, vor Ort.
Das sind ein bisschen Lebensmittel verbraucht worden. Okay, not enough housing, not enough water. Nicht genug Arbeitsplätze. Was kommen wir den Leuten denn hier noch für? So, Lumberjacks, Scrap Collector. Mal irgendwo Bären sammeln. Sammeln wir Bären. So, hier zwei Leute. Hier zwei Leute. Zisterne, okay. Na gut, mal schauen. Können auch noch einen Scrap Collector bauen. Gibt das denn Sinn? Mehrere Lumberjacks und mehrere Scrap-Collectoren zu haben. Ich mach das mal. In der anderen Richtung liegt auch gar nicht. Ah, hier könnte man noch einen Scrap-Collector hinbauen. Mit 120 Stahl. Schleicht denn darum? Das war der Jäger. You can establish new decree. Und da kommt auf jeden Fall nochmal ein Scrap-Gedönsrad hin. Someone is standing at the gate. Jemand steht am Tor, okay. Nachts durcharbeiten. Komm, wir machen hier mal. Das will ich gar nicht. Hier den Futterzeug. Oh, hier, Skillful Collectors. Leute können mehr tragen. So. Captain. Ein mysteriöses Gerät gefunden. Was sollen wir damit machen? Untersuchen? Weniger Happiness ignorieren? Er darf es behalten? Auseinandernehmen? Untersuchen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Tolles raus. So langsam wird es auch mit der Materialversorgung besser. Ja, ein paar Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Das ändert sich gleich. Es soll ja niemandem langweilig werden hier. So, jetzt habt ihr was zu tun. Your food supply ist so. Room, you gotta take a, give me something, then we may talk. 300 Wasser. Ich brauch schneller mehr Wasser. Resources spot depleted. Resources spot depleted. Warte mal, wo ist die? Hier ist der Lumberjack noch. So, jetzt sind aber wirklich wieder alle beschäftigt. Technologiefortschritt würde auch nochmal wieder gehen. Aber er ist hier. Da 300 Wasser.
stehen noch Leute vorm Tor, oder? Wie viele? 7. So, könnt ihr gleich hier Häuser bauen. Ja. Stahl. Das ist nicht ohne, was das Haus so an Material verbraucht. Bauen wir hier nochmal ein Zelt. Das braucht nur Holz. Wie kann ich denn eine Überkapazität hier haben? Was machen die denn dann damit? Wegwerfen? Ja, an das Haupttor, ne? Das haben wir ja auch noch. 250 Stahl, 200 Holz. Ja, 250 Stahl. Wäre, glaube ich, nicht schlecht, das Tor auch mal zu bauen. Not enough housing. Aber gleich haben wir genug Housing. Warenhaus voll. Na komm, 300 Wasser. Okay, kriegen wir noch 5 Leute dazu. Ach, das Problem mit der Herde haben wir auch schon gelöst. Okay. So, 38, 39, 40, 41, komm, Haus. Solange es kein House of Cards ist, ist alles gut. So, Koloniegröße habe ich. Jetzt muss ich die Happiness noch raufbringen, das Haupttor bauen. Und ich glaube, dann haben wir das Szenario hinter uns gebracht. Nicht, dass ich es jetzt schnell hinter mir haben wollen würde. Das will ich damit nicht sagen. Eine gute Nacht. Oh, es läuft hier mit einem dicken Schinken rum. Was? Jemand hat Fußmatten geklaut. Dann hat er sie zurückgegeben. Was machen wir mit ihm? Leuchtende Fußmatten oder verbrennen? Was? Kannibalismus. Den Dieb essen. Tablik die Bounce. Okay, da öffentlich denunzieren. Gut, machen wir mal. So, gleich müssen wir gucken, wie wir die Happiness hier wieder raufkriegen. Someone is standing at the gate. You can establish new decree. Neue Dekrete kann ich mal. Ah, ich kann auch handeln, ne? Handelsposten. Wie war das nochmal? Okay, neues Dekret. Ah, hier, Technologiefortschritt ist noch möglich. Overload. Was senkt aber die Happiness? Ne, das will ich nicht. Machen wir mal hier Essensration Management und dann besseres Essen. Das wird ja nicht schaden.
nicht genug Arbeitsplätze. Resources spot depleted. Das, wo ich ihn gerade anklicken wollte. Arbeitsplätze müssten wir noch eigentlich haben. Nein? Gibt es noch irgendwelche Spots, wo ich die Leute so hinschicken kann? Hier, Bären. Was mit euch hier so? Nö, Problem gelöst. Dann machen die hier einen riesen Aufriss wegen den 5 Leuten. Das sind ja zigmal mehr am Tor gewesen mittlerweile. Am Tor, was wir noch nicht gebaut haben. Leute ins Lager abkommandieren, so. Alles klar, jetzt sind alle beschäftigt. Die Lager sind voll. Gut, man könnte auch noch ein bisschen Lager bauen. Aber scheinbar ist das hier völlig egal, ne? Das mit der mit dem Überladen. So, wo ist Metall? Warum kriege ich kein Metall rein? Hier sind Chemikalien. Ach, shit. Chemikalien. Tools. Ich brauche den Handelsposten, glaube ich. Für 100 Metall. Shit, die machen das ja alles der Reihe nach. Die Handelsposten kann ich bestimmt hoffentlich zu einem brauchbaren Kurs Dinge umtauschen. Also gegeneinander tauschen. Wisst schon, was ich meine. Ich baue erst den Handelsposten und dann das Tor. Obwohl da draußen einen Handelsposten hinzubauen, während man kein Tor hat, ist eigentlich auch sinnbefreit, oder? So, was jetzt noch? Nächste Technologiestufe, wo auch 250 Stahl für. Jetzt braucht alles unheimlich viel Stahl. So, send message. Basic Trading Resource Exchange. Send a message. Also eine Nachricht senden, ob jemand handeln möchte. Okay. Gut. Und mir gehen irgendwann die Ressourcen aus hier. Obwohl ein Händler kommt. Ich bin gespannt. Ich weiß nur, ich baue gleich das Tor und dann habe ich die Mission erfüllt. Wenn da nicht noch irgendeine dolle Wendung kommt. Das passiert in solchen Spielen ja auch schon mal. So, der Händler ist da. Okay, es sind 14 Stunden wieder weg. Wir können einen Deal machen. Ich kann Holz tauschen. Bekomme ich dann das oder... Es gibt 2 Teile gegen 40. Accept. Ach, jetzt geht der wieder. Naja, egal. Irgendwas habe ich falsch gemacht. 2 Leute haben keinen Arbeitsplatz. Was ist jetzt passiert? Okay, kleinere Fehler noch gibt es noch im System. Aber das war ja auch zu erwarten. Aber das heißt, es war zu erwarten.
Gut, das ist mir jetzt noch völlig egal, wer am Tor steht. Da mache ich nichts mehr. You can establish new decree. Neues Dekret, ja. So, besseres Futter. Wie ist mit Forschung? Boah, das braucht auch so viel Stahl. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir uns hier absichern. Auf geht's, Tor bauen. Mission completed oder was? Ne, irgendwas anderes completed. So. Sang und klanglos. Demo completed. Macht so auf den ersten Eindruck keinen schlechten Eindruck, muss ich sagen. Der Ressourcenverbrauch, da muss noch dran gearbeitet werden. Aber ich sag mal, grafisch, soundtechnisch. Sieht aber schon auch so von Animationen und von den Gegenständen und so, so aus, als wären das so eingekaufte Assets, die man da irgendwie so reingeklöppelt hat. Also da ist auf jeden Fall noch viel machbar. Das Spiel hat Potenzial. Wenn es jetzt in dieser Machart und mit der Qualität bleiben würde, da würde ich sagen, okay, kann man sich für kleines Geld überlegen. Da gibt es aber viele Spiele, die das auch schon besser gemacht haben. Vielleicht kommt da ja auch noch einiges, ne, und man soll ja das Spiel nicht vor der Fertigstellung schlecht machen. Nein, mache ich es ja gar nicht. Also ich fand das ja hier ein recht positives Erlebnis und ich sag mal, für 10 bis 20 Euro, wobei ich in dem Zustand bei 20 Euro schon überlegen würde. Aber wenn es dann auch noch umfangreicher ist, eine Kampagne hat und wie sich in der Demo schon angedeutet hat, vielleicht auch noch Cutscenes und das Ganze auch noch in verschiedenen Sprachen erscheinen wird, denke ich mal, werden wir hier schon zu einem mindestens brauchbaren Spiel kommen beim Post-Abo-Bilder. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.